Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable mit einem Lager Bullen vom Hause Lannister. Genau, Game of Thrones ist wieder angesagt. 9 Jahre, 46 Volumenprozent. 46 Volumenprozent haben wir in der Standard-Range von Lagavulin gar nicht. Da gibt's ja eh nicht so viel. Den 16er, auch für alle Game of Thrones-Fans, die jetzt sich beim Whisky nicht so auskennen, ist einer der bekanntesten Single Malts weit und breit. 16 Jahre, 43 Volumenprozent, kostet circa 50 Euro. Kriegt man auch schon mal günstiger. Dann gibt es eine Fassstärke, sprich, der hat den Alkoholgehalt so, wie die Fässer für die Abfüllung zusammengemischt wurden. Die anderen werden ja verdünnt. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Diese Fassstärke ist 12 Jahre alt. Dann gibt es, und an diese Abfüllung werde ich durch diese hier erinnert, einen 9-jährigen seit ein paar Jahren. Der hat 48 Volumenprozent und kostet leicht über 50 Euro. Ja, ist so ein bisschen komisch, versteht man auf den ersten Blick nicht. Wie gesagt, der 16er ist das Zugpferd von der Brennerei, gibt seit Jahr und Tag. Da wird der Preis niedrig gehalten und dieser 8-jährige, den es jetzt erst seit kurzem gibt, höherprozentig abgefüllt, nimmt man dann mehr Geld für, auch wenn er viel jünger ist. Jetzt haben wir hier einen 9-jährigen mit viel Marketing-Tamtam. Und Werbung und, was heißt Werbung? Diageo, der Großkonzern, der hinter der Brennerei Lagavulin steht, wird ja Lizenzrechte gekauft haben und deshalb dürfen sie diese Serie auflegen und werden wohl an HBO oder wer auch immer die Rechte bei denen hat, Geld dann für jede verkaufte Flasche abdrücken. Deshalb nur mal zum Vergleich, dieser 9-Jährige kostet 75 Euro. Ja, das sind jetzt grob gesagt 25 Euro mehr als der 16er und als der 18er. Als der 16er und der 8-Jährige. Den 8-Jährigen kann man in meinen Augen irgendwo vergleichen, also so knapp 25 Euro teurer. Ein Drittel teurer ist der hier. Ist auch ein Drittel besser. Ich mag Lagavulin sehr gerne, deshalb habe ich mich auf diese Abfüllung aus der ganzen Serie, die jetzt da kommt, mit 8 Flaschen am meisten gefreut. Und noch ein bisschen auf eine andere, aber da möchte ich ja nicht drauf eingehen. Wir haben jetzt hier den Lagavulin. Aber deshalb freue ich mich. Ich habe 2 andere schon probiert. Die stehen hinten. Und das ist jetzt mein dritter. Warum diesen zuletzt? Er hat den stärksten Rauchgehalt. Und rauchige Malts trinkt man am besten zum Schluss, wenn man mehrere Whiskys trinken will, weil sonst der Rauch wirklich im Mund kleben bleibt. Und wenn man danach zum Beispiel einen schwach rauchigen Malt trinkt, dann nimmt man diesen gar nicht mehr so als solchen wahr. Haben wir das auch abgehakt. Jetzt, Haus Lannister. Ja, jetzt muss ich ja auch mal zu den anderen Nerds, zu den Game of Thrones Nerds rüberschwenken. Ich selber gucke ja kein Game of Thrones, aber meine Frau. Sie hat mir ein bisschen was aufgeschrieben. Hier unten drunter steht immer der Spruch, hier natürlich auf Englisch drauf, er heißt, hört mich brüllen. Deshalb auch der Löwe. Löwe, wohl die Assoziation, deshalb hat sich Diageo wohl für Lagavulin entschieden. In meinen Augen ist ja auf deren Wappen, hinten ist es ganz klein drauf, ich blende es mal ein, ist ja, meine ich, auch ein Löwe abgebildet. Einen anderen für mich verständlichen Bezug zwischen diesem Haus aus der Serie und der Brennerei hat sich für mich nicht aufgetan. Okay, also Spruch, hört mich brüllen, für den Löwen verstehe ich. Inoffizieller Spruch, ein Lannister begleicht stets seine Schulden. Kommt hinten im Text auch nochmal vor, da schreiben sie eben einmal was über das Hause Lannister, das reichste und älteste und ach Gottchen, ganz toll. In dem Sinne. Und das beziehen sie dann auf Lagavulin, dass die genau wie das Haus Lannister 200 Jahre lang ihren legendären Status aufgebaut haben und. Also für mich alles nicht schlüssig. Sehr wahrscheinlich Löwe, Löwe. Und dann hat Lannister
den Lagavulin bekommen oder umgekehrt, wie man es auch immer sehen will. Gut, ich habe meine Frau natürlich auch noch so ein bisschen so ausgequetscht. Sie mag den Tyrone oder Tyrion Lannister. Das ist der Kleine, ne? Und sie mag, ich kann Cersei Lannister überhaupt nicht leiden und erhoffe mir ihren Untergang in der letzten Staffel. Wer das Video später schaut, die letzte Staffel ist gerade im Anrollen und wir kennen sie noch nicht. Ja, sehr wahrscheinlich wird wohl irgendwas passieren, sonst wäre sie ein bisschen langweilig. Diese gute Lady Cersei, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sitzt auf dem eisernen Thron. Ne? Gut, lege ich das mal zur Seite. Ups, da steht ja noch ein Glas. Was ist denn da drin? Ich habe mir jetzt gerade, bevor ich angefangen habe zu filmen, den 8-Jährigen eingeschenkt. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ich mache sonst gerne, gerade wenn ich mehrere Gläser nebeneinander stehen habe, Fotos von der Farbe. Allerdings färbt die Firma Diageo so gut wie alle Abfüllungen. Und da macht es keinen Sinn. Und hier mit Farbstoff Zuckercouleur. Nur zur Sicherheit, möchte ja niemand was Böses. Diesen Achter fand ich damals schon sehr, sehr hell. Also wenn sie den färben, glaube ich es in dem Fall, es wird immer angegeben, dass man ein einheitliches Farbbild haben will. Bei solchen Dauergeschichten wie diesem Achter macht das in meinen Augen noch ein bisschen Sinn von der reinen Logik der Erklärung her. Aber bei so einer einmaligen Sonderauflage macht es für mich keinen Sinn, weil was würde ich da angleichen? Ich mache einmal eine Charge fertig, die fülle ich ab und dann ist gut. So. Ah, ja. Schon erwähnt, Lagavulin ist rauchig, stark rauchig. Oha, eine ganz andere Farbe. Jetzt kann man natürlich durch die Färbung keine Schlüsse daraus ziehen. Das ist das Blöde daran. Und auch das, was uns Whisky-Nerds daran so stört. Wenn er nicht gefärbt wäre, würde ich sagen, ich hätte es hier mit einem reinrassigen Sherry-Malt zu tun. Whisky muss in Eichenfässern gereift werden, mehr ist aber nicht vorgegeben. Sprich, ob in dem Fass vorher was drin lag, zum Beispiel Sherry, oder wie bei den meisten Standards, Ex-Bourbon nennt man das, da lagen zuvor in Amerika Bourbon-Whiskys drin. Oder ob es jungfräuliche Fässer sind, Portweinfässer, normale Weinfässer, da wird alles verwendet. Da kommt wieder der Schotte wirklich durch und diesmal im positiven Sinne, weil sie dadurch eine Mordsgeschmacksvielfalt einen darbieten können. Die Sparsamkeit, ne? Nee, früher wurde ja nichts weggeworfen und da kam wirklich ganz, ganz früher der Sherry dann wirklich noch mit dem Fass an. Dann wurde er leer gemacht und dann hat man so ein Fass nicht weggeworfen und dann hat man auf einmal gemerkt, wo der Whisky ein paar Jahre drin lag, dass das ja ganz andere Aromen gibt. Daran würde es mich jetzt erstmal erinnern. Wie gesagt, ach, ich habe eine Abfüllung vergessen hier. Die Distillers Edition ist auch 16 Jahre alt und ist nachgereift in Sherryfässern. Sprich, da wurde irgendwann nochmal alles, was zu der Abfüllung gehört, in Sherryfässer gelegt. Reifte dann, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 9 Monate, 12 Monate, wie auch immer, nochmal da drin und dann wurde sie abgefüllt. Die kostet auch so 75 Euro. 43 Volumenprozent übrigens. Riechen tut er ganz gut, ne? Ich habe jetzt gar keine Distillers Edition dabei. Er hat 46 Volumenprozent. Ich dachte jetzt vom Alter her 8 und 9, er würde eher sich beim 9er von der Vergleichbarkeit aufhalten, als dass ich jetzt die Distillers Edition rauskramen müsste. Irgendwo habe ich die stehen, aber ach, da komme ich jetzt nicht so schnell dran. Man wird aber nicht vom Sherry erschlagen.
starker, dominanter Rauch. Sehr, sehr süß, was für mich auf Ex-Bourbon Einfluss hinweist. Ich meine, schon eine maritime Note wahrzunehmen. Ein recht speckiger Rauch, der aber durch diese maritime Note irgendwie auch frisch wirkt. Ich nehme mal kurz eine Nase vom Achter. Ich meine im Hintergrund wirklich auch etwas stärkeres Holz zu spüren. Und er ist eben recht voll da. Ach ja, das ist eher hier ein Hauch von nichts. Also klar, der Rauch steht da. Aber das... Er hat gar nicht diese schweren, tiefen Aromen. Er ist viel, viel feiner. Der Rauch ist gleich intensiv, irgendwo logisch. Aber dann baut es schon ganz schön ab. Ich habe noch einen Hauch... Oder hier habe ich Zitrusnoten drin. Ich habe so einen Hauch Vanille und ein bisschen Süße. Ja, und hier, was könnte das sein? So eine geräucherte Zuckermelone oder so. Das passt vielleicht ganz gut. Die dann noch mal kurz in eine Meeresbrandung gefallen ist. Dabei bleibe ich. So. Sehr interessant. Der jetzt praktisch, der Whisky-Nerd, der nur an Lagavulin 16 Jahre Distillers Edition gewöhnt ist, er ist einfach viel spritziger als der 16er. Auch durch die 3% mehr Alkohol, aber auch durch diese Jugend. Er entwickelt dann schon eine ganz schön kräftige Eiche. Klebrig süß, das kommt von Ex-Bourbon-Fässern meines Erachtens nach. Karamell, Vanille weniger, also viel, viel Karamell. Wirklich eine. Ich hatte den Talisker schon probiert. Da meinte ich so leicht eine maritime Note wahrzunehmen in der Nase. Hier habe ich es auch wirklich richtig im Mund. Würzige Eiche zum Schluss, zum Abgang hin, permanent mit dieser Süße untermalt und die wird dann relativ stürmisch und ein bisschen Zartbitterschokolade irgendwo durch. Ich habe gar nichts zum Spülen da. Ich hole mir mal kurz was. Ich möchte einmal eben spülen, weil ich den Achter einmal dagegen probieren will. Der wird sehr wahrscheinlich so verblassen. Der Achter ist schon länger her, dass ich ihn getrunken habe. Er kam damals eigentlich als einmalige Geschichte raus zum 200-jährigen Jubiläum von Lagavulin. Ex-Bourbon und Refill-Sherry habe ich jetzt nochmal gefunden. Aus dem Refill-Sherry kommt dann mehr Holz und weniger Sherry-Aromen raus. Aber er ist wirklich ein Hauch von nichts und wie gesagt, bei dem glaube ich eben auch, dass der ungefärbt ist. Weil was will man denn hier, also wenn ich wirklich Zuckercouleur reintue, der ist so hell, da würde ich mehr reintun. Der geht einfach ganz geradeaus. Längst nicht so viel Würze. Rauch.
ist viel mehr amerikanische Eiche aus den Ex-Bourbon-Fässern drin. Der sagt man nicht so eine starke Würze nach. Das merkt man auch. Der geht viel geschmeidiger runter. Rauch, ein bisschen Zitrusaromen, ein bisschen Vanille, Süße, leichte Würze, die sich gleichmäßig ausbreitet. Und das war's. Das war's ist jetzt nicht schlecht gemeint oder böse gemeint. Der ist ganz geradlinig. Ich habe ihn jetzt gar nicht stärker empfunden. Er hat ja nochmal 2% mehr, 48 Volumenprozent. In unserem Neuner ist wohl ordentlich europäisches Holz drin. Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist eine richtige Sherry-Note. Man weiß ja auch nicht, was sie gemacht haben. Die planen das ja schon länger, die könnten sich auch einfach auch einen Finish gemacht haben, ne? So wie ich bei der Distillers Edition sagte, man nimmt einfach einen 8-jährigen Malt und packt ihn für ein Jahr dann nochmal in Sherry-Fässer, dann hat man auch gut betankt. Aber hier, mir fehlt einfach eine richtige Sherry-Note. Was schön Fruchtiges, ich sag jetzt mal eine Kirsche, Beerenfrucht, irgendwie was in die Richtung, Rosinen. Er ist ja noch nicht wirklich alt. Bei älteren Sherry Malts habe ich dann eben Politur und ja, Politur, Leder, da wollte ich drauf, Leder, Politur und. Das ist einfach viel präsenter, voller schwere Aromen. Der andere ist sehr leicht. Jetzt kommt die Würze nicht mehr ganz so wie so ein Vorschlaghammer. Eine richtig schöne Vollmilchschokolade, die so in so zart bitter rübergeht. Immer mit Rauch, vergesst den nicht. Und Süße, die jetzt bei so einer zart bitter Schokolade irgendwie fehlplatziert ist. Deshalb sage ich vielleicht so eher Vollmilch, aber dafür ist eine Vollmilch wieder nicht bitter genug. Eine zart bitter mit Zucker drin. Sehr spannend für Lagavulin-Fans, auf jeden Fall, auch wenn er sehr, sehr teuer ist, da die ja leider Zuckercouleur draufschreiben, weiß man jetzt nicht, wie viel Farbstoff da drin ist. In meinen Augen viel europäisches Holz, aber auch mehr Refill und weniger First Fill Sherry Fässer. Und gewaltige Ladung Ex-Bourbon, also ich behaupte mal, der europäische Holzanteil ist hier 30%, ist aber eine Behauptung, die ich hier einfach so aufstellen kann, die nichts auf der Hacken hat. Aber so würde ich es tippen, wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär wäre. Okay, Zettel habe ich abgearbeitet, glaube ich schon. Da unten, das lese ich noch kurz. Lagavulin ist ein brodelnder Single Malt, der mit jedem Schluck seinem intensiven Rauchgeschmack auf die Platte hinterlässt. Ah, ich habe die 1:1 deutsche Übersetzung hier. Plate, also heißt, glaube ich, am Gaumen, im Mundraum zurücklässt. Die goldene Flüssigkeit erinnert an den Reichtum der Lannisters und wird am besten unverdünnt oder mit einem Tropfen Wasser serviert. Da diese Farbe ja gefärbt ist, ist das in Anführungszeichen für mich eine Fälschung. Deshalb hoffe ich mal, dass das Gold der Lannister nicht gefälscht ist. Tropfen Wasser, ja, kann man immer machen, ne? Also, sag mal, ich würde es jetzt nicht empfehlen beim Whisky, der nur noch 40% hat oder 43. Er hat 46, klar kann man machen. Ob da noch wahnsinnig was passiert, er ist so super abgefüllt mit 46 Volumenprozent, finde ich. Das mit einem Tropfen Wasser, da sind so Spielereien bei, wie gesagt, also fängt bei mir persönlich, meine Meinung, bei 46 Volumenprozenten an.
aber eigentlich verdünne ich da selber auch noch nicht. Vielleicht verpasse ich da einiges, aber ist so. Eher bei Fassstärken. Ich glaube, ich hab's. Gut. Ja, hier, Zwiegespalten, ne? Wenn der Preis nicht wäre, also ein Drittel mehr, ein Drittel, die Hälfte mehr, ne? Wie ihr es auch immer wollt. 25 Euro circa mehr als der 8-Jährige. Dafür kriege ich auch eine volle Aromenfracht mehr. Der 16er Distillers Edition würde mich jetzt wahnsinnig interessieren. Auch der normale 16er. Sie haben, denke ich mal, nicht so diese Kraft und diese jugendliche Spritzigkeit, die ja nicht immer negativ gemeint ist. Mit 9 Jahren ist die auch schon nicht so, wie man es bei manchem Whisky ohne Altersangabe dann oft negativ meint, wo man dann denkt, der ist 4, 5 Jahre alt. Hier mit 9 Jahren hat er irgendwo noch seine Jugend, aber ist schon fast zweistellig vom Alter. Schöne Erfahrung. Ja, guckt, dass er vielleicht irgendwo ein Sample kriegt als Lagerbullen-Fans. So oft gibt's ja von denen leider nichts Neues. Sollte man mitnehmen. Ohne, dass ich hier Werbung dafür machen will. Ich hoffe, dass genug Game of Thrones-Fans die Dinge auch aufmachen und probieren und nicht einfach in den Schrank stellen. Weil ich meine, das Schöne ist, wenn sie in den Schrank stellen, irgendwann wollen sie verkaufen und dann sind immer noch genug am Markt, dann fällt der Preis. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.